Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, Steffi ist doch voll im Nachtmodus, aber keine Sorge, ich werde keine Nachtfolge machen heute. Ich will ein bisschen was sehen vom Spiel, denn die Nächte sind schrecklich dunkel. Die sind schrecklich, schrecklich dunkel. Ich find's cool, taktisch kann man da sehr viel anwenden, aber leider bringen uns die Taschenlampen auf den Waffen relativ wenig, außer man hält sie die ganze Zeit im Anschlag und guckt dabei nach vorne, aber das ist keine Art und Weise, sich in diesem Spiel fortzubewegen. Also ein Muss, ihr seht's auf ihrer Nase, das Nachtsichtgerät. Wenn ihr nachts spielen wollt und euch nicht irgendwo nur hinlegen wollt, müsst ihr ein Nachtsichtgerät haben. Also sonst geht das absolut überhaupt nicht. Gut, heute werden Schlösser geknackt. Ich habe mir der 3 zu 1 Spiele, der hat der Steffi gerade so ein bisschen Knackwerkzeug gegeben. Da der Server eh in naher Zukunft vibet, habe ich mir gedacht, geht das klar, damit wir mal so ein bisschen, mit den Schlossknacken klarkommen. Ich will das einfach lernen und verstehen, denn ich habe in der letzten Folge keins geknackt. Da komme ich dann auch mal zu den Top-Kommentaren des Tages. Das erste wäre von KKFST. Hi Tim, du hast leider genau 0 Schlösser geknackt. Das Schloss muss sich 90 Grad drehen und es kommt ein deutlich hörbares Klicken, wenn es geknackt worden ist. Dieses war bei deinen Versuchen nicht zu hören. Verdammt! Gut, ich habe echt noch nie ein Schloss geknackt, ne? Das heißt, wir wollen in dieser Folge den Erfolg feiern, ein Schloss zu knacken. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht mehr Skillpunkte auch gibt. Gut, das zweite ist von Reinhard. Er schreibt, moin Timmy, wird höchste Eisenbahn, dass du deine Base reparierst. Da pfeift der Wind schon durch die Ritzen. Gut, die Base, die werde ich jetzt aufgeben. Meine gesamte Base, die Steffi jetzt hat, wird geöffnet und ihr könnt euch an ihr Hab und Gut, könnt ihr euch einfach mal ganz gemütlich dran austoben. Und ja, wer der Erste da ist, der ist halt Erster da, wer die Folge gesehen hat. Zudem gibt es heute noch was Spannendes, denn der Tresor, so, ich gehe jetzt mal auf dem Server, der Tresor mit den 20 Euro Steam-Guthaben, das Spiel B-Simulator, also der Key davon für den Epic Store. Und heute werde ich ab der Folge, ab 15 Uhr, nochmal ein 20 Euro Key-Guthaben reinhauen. Also ein Key-Guthaben, ein Steam-Guthaben. Also kommen wir nochmal. Wow, ganz ruhig. So. Ja. Also diese Base gebe ich jetzt auf, wegen allein den Server-Vibe. Ich werde sie nicht mehr reparieren. Ihr seht, hier sind schon Dinge rausgebrochen. Ist das dunkel. Und ja, ich lasse hier einfach alles offen. Bedient euch, holt euch raus, was ihr wollt. Ihr könnt's haben. Ich glaube, der Server-Vibe dauert nicht mehr so lange. Steffi wird sich in den Bergen zurückziehen und sich dort nochmal eine Hütte claimen, bis es soweit ist. Und es macht ja nicht viel Sinn, jetzt noch großartig was zu machen. Auch das Schlösser knacken macht jetzt auch keinen Sinn. Ne? Also das Schlösser knacken macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wir die Skillpunkte ja nicht mitnehmen werden nach dem Vibe. Wir werden ja eine neue Steffi erstellen müssen. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen tricky jetzt die nächsten Tage. Da haben auch bestimmt viele Leute auch keine Lust zu zocken, wenn sie wissen, dass es eh einen Vibe gibt. Ne? Gut. Pack mal die Waffe weg. Tür offen. Die wird das auch nicht mehr geschlossen. Ich zeige euch mal, was ihr hier erbeuten könnt. Alles, was hier liegt, dürft ihr haben. Ich versuche auch mit Steffi nicht mehr zu sterben. Können wir die Stiefel vielleicht tauschen? Die haben 96, die haben 98. Das ist ja nicht wirklich viel Unterschied, aber die sind bestimmt sauberer. Falsch, mach ich denn da? Geht das wohl? Stiefel in Stiefel? Nein, geht nicht. Okay. Wir können ruhig da bleiben. Komm, hier den Schlipper von Steffi lasse ich auch noch für jemanden hier. Den will ich auf jeden Fall noch mitnehmen, den Clip. Da sind noch ein paar Sachen drin. Scopes. Damit wir hier uns die letzten Tage noch so ein bisschen austoben können auf dem Server. Hier ist noch Munition drin. Kommt her, schnappt sie euch. Dicke, fette Sniper-Moon. Was könnte ich hier noch was klauen, was ich noch mitnehmen will selber? Eigentlich düstet mich hier nach nichts. 9mm habe ich ja nicht mehr drin. Hab ich noch irgendwas, was ich hier reinschmeißen kann? Hier. Sehr unsortiert, ne? Dann haben wir hier noch drin in der Nahrungskiste sehr viel Futter.
kommt her, schnappt es euch. Ich nehme mir noch die Gläser mit. Die Challenge ist für mich noch nicht aufgegeben. Zwei reichen ja wohl. Ne, lecker Mampfi-Mampf. Sogar ein Paket Zucker. Waffen, kommt her, holt sie euch. Verschiedene Waffen mit Munition und gemütlichen Ding. Noch ein Nachtsehgerät. Viele Leuchtkugeln, Pistölchen. Leuchtpistölchen. Und dann haben wir noch ein bisschen Kleidung. Ja, die weiße Jeanshose, die werde ich mir aber mitnehmen. Für feierliche Anlässe. Mann, ich will mir das mal reinschicken, das geht gar nicht. Ne, feierliche Anlässe. So, wie gesagt, diese Basis gebe ich nun auf. Ich darf sie, glaube ich, nicht zerstören, ne? Doch. Und ziehe in meine Garage. Ich weiß schon, wo ich hinziehen werde. Auf Wiedersehen, schöne Base. Du warst eine geile Base und es hat Spaß gemacht, die Folgen mit ihr aufzunehmen. Es war einfach toll. Es war einfach toll, ne? Hier die Schilder noch mit den Donations. Dankeschön dafür. Das waren auch die letzten, die tatsächlich kamen. Der Server läuft in 3 Tage aus. Darf ich nur nicht vergessen, wieder zu bezahlen. So, und hier in der Geschenkekiste, da war doch der liebe 32 Spiele und hat mir noch ein bisschen was dagelassen. Charakter war hier jedenfalls. Wisst ihr was? Pfeile können ja auch rein. Das könnten wir eigentlich mal auspacken und im Magazin schmeißen. Also ich gebe jetzt das Spiel nicht auf, um Gottes Willen. Es werden noch spannende Folgen folgen. Keine Sorge, ich habe noch ein paar Pläne. Nur die Basis wird jetzt einfach keinen Sinn mehr ergeben. Ne? Was mache ich denn hier? Das ist Blödsinn. So. Man weiß ja nie, was man so findet. Hab damit dann relativ... Was soll das denn? Viele Möglichkeiten oder viele Chancen, ein Schloss zu knacken. Zack. Aber ich sehe es eigentlich nur als Üben, denn ich werde nicht ein Schloss aufkriegen. Selbst mit meinen 150.000 Versuchen, die ich hier habe, müssten, keine Ahnung, 100 Versuche sein knapp, werde ich wahrscheinlich nichts hinkriegen. Der Friedhof, den werden wir auf der, in der neuen Staffel, ich glaube, wir werden alles resetten, oder? Oder soll ich den Friedhof, der ist ja eh unklar, wie viele das schon waren, ne? Steffi ist unterwegs, ja. Okay, ich sag mal, der Opa, mach bitte Sonne. Sonst heule ich gleich. So. Das ist ja deprimierend. Das ist ja, da kriegst du ja Depressionen bei dem Wetter. Aber leise bitte. Leise heulen. Was ist das denn für eine Kiste? Ja, wenn ich mal wüsste, was das für eine ist, ne? Gläser und Knochen. Gut, ihr seht auch, dass die anderen Spieler sich hier nicht mehr um ihre Basis bemüht haben. Wir werden das in der nächsten Staffel richtig krass aufziehen, auf jeden Fall. Ne? Hier ist alles verrottet einfach und verkommt gerade. Ist echt schade, aber wie gesagt, wo bleibt die Motivation, wenn man weiß, dass sowieso bald alles neu ist? Sonst ist deine Aufnahme versaut. Was? Chantal, hol leise. Mal gucken, ob der Opa es macht. Wie gesagt, Türen sind alle offen. Nichts vergessen, ne? Okay. Kisten gibt es hier auch noch 2. Da haben wir gerade ja zwar schon reingeguckt, aber in der nicht. Nochmal ein Sniper Rifle. In dem Rucksack ist Wüstentarnkleidung ganz viel drin. Eine M16. Leder, warum auch immer. Haut. Und los geht die Reise. Ich weiß schon, wo ich hin will. Ne, wir werden woanders hinfahren. Oh, er hat's getan. Oh. Wetter. Umschwung. Was für ein Glück. Oh, Wetter ohne E. So, wollen wir einbrechen? Wo wollen wir einbrechen? Was? Oh Mann! Es eskaliert! Der Weihnachtsmann ist ein Wetterschalter. Wo können wir denn jetzt
Also am Airfield, da gibt's, wenn wir da eine Base finden, die ist bestimmt gut ausgerüstet. Ich werde erstmal oben im Gewächshaus gucken. Ich werde aber nicht wieder eine Kirche knacken. An, aus, an, aus, an, aus. Wir haben ja zwei Gewächshäuser. Und gestern im Dorf, wo ich die Stimmen gehört habe, sollen tatsächlich die Puppets sein. Die Zombies sind das, die weiblichen, die tatsächlich brabbeln die ganze Zeit. Wir müssen heute mal uns an einer anschleichen, ob wir dann das Brabbeln auch hören. Das könnte ganz lustig werden. Ich scheine wohl Kroatisch zu sprechen, das verstehen wir eh nicht. Wie gesagt, es wird jetzt hier nicht aufgegeben und nur noch Rambazamba gemacht, wegen dem Vibe, der 100% kommt, von unserer Seite oder von dem Spiel selber. Wir werden noch schön ein paar Pläne machen. Der Tresor, den wollte ich noch ansprechen, der ist ab 15 Uhr, also der ist tatsächlich jetzt schon, das könnt ihr aber eher erst ab 15 Uhr hören, weil das Video jetzt erst guckt, wenn ihr früh genug dran seid. Tatsächlich kein Tresor mehr, er ist jetzt nur noch ein Wandschrank mit einem billigen Schloss. Also jede Tür, da habe ich alle goldenen Schlösser rausgemacht und mit einem rostigen Schloss ersetzt. Es ist jetzt möglich, diesen Tresor zu knacken, einfacher jedenfalls, wer das kann, ne? Also wer es hinkriegt. Admins dürfen natürlich nicht mitmachen, die können ja eher als Drohne reinfliegen, weil ich habe auch so das Haus zerstört, als ich die Flagge entfernt habe. Macht aber nichts, da fehlen dann sogar noch ein paar Türen, die ihr knacken müsst und ihr könnt jetzt zum Tresor gehen. Wir fahren da gleich mal ran vorbei, zeige ich euch das. Und, ja, versucht euer Glück. Es ist immer noch eine Gefahr da, ne? Da drin sind jetzt ein Key für Wii-Simulator bei Epic Game einzulösen. 21 Euro Steam-Guthaben. Und wenn ich es nicht vergesse, werde ich da gleich noch einen Key reinhauen. Ja, versucht euer Glück. Wie gesagt, ist aber gefährlich, ne? Es sind ja mehrere Türen. Und man sieht ja jetzt an den letzten Folgen, wie scheiße schwer... Quatsch und fahre die ganze Zeit einfach irgendwo durch den Wald. Wie scheiße schwer Schlösser knacken ist. Da war das mit den goldenen Schlössern ja kein Wunder, dass meine Idee natürlich wieder mal ein völliger Reinfall war mit dem Tresor. Denn da ist überhaupt nichts passiert. Da ist nie ein Schloss geknackt worden. Sind sich die Schraubenschlüssel wurden sich da rausgeholt, die Schraubendreher und das war's. Und ein paar sind am Anfang zwar gestorben, aber wie gesagt, ich will heute eventuell eine Drohnenfolge aufnehmen abends. Oder nachmittags, ich weiß auch nicht, wann ich Zeit habe. Und, ja, da wäre natürlich ganz interessant, wenn wir das ein bisschen verfolgen könnten, was da so passiert, ne? Hallo, Zombie? Da ist das Gewächshaus, das ist Nummer 1 Gewächshaus. Jetzt sind ja zwei Gewächshäuser sogar. Und wir werden wieder einen riesen Haufen Kürbisse finden. Ja, ich sehe jetzt schon drei Kürbisse gesehen. Und eine Tomate. Also der Kürbis, der macht ja alles kaputt, muss ich zugeben. Du würdest bestimmt was anderes finden, wenn ich ein Kürbis da wäre. Café Olé. War nur drei, oder? Oh, Kürbis. Oh, Kokosnuss. Rein in die Steffi. Packe ich genau wieder da. Boah, Kokosnuss dauert aber lange. Eine Kokosnatt. Irgendwas davon geht um bestimmt Zucker. Vitamin D fehlt mir immer noch komplett. Ich habe doch drei gesehen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das andere war. Das war eher in der Stadt drin, ne? Einfach die Euklens aufmachen. Wir werden schon sehen. So, da ist es. Wow, super schnell gefunden. Und ich sehe schon wieder Kürbis. Ah, hier ist er so ländlich, ne? Hier findest du gerade wirklich Kürbis und Brokkoli, Zwiebeln. Und was war das jetzt? Sonnenblumenkerne, die geben, glaube ich, Vitamin D. Ich esse auch mal den Brokkoli und die Zwiebel. Vielleicht gibt es da irgendwas davon, Vitamin D. Vielleicht sogar der Kürbis, den ich hier... Ups. Ich habe jetzt einkassiert. Wo ist er hin? Da. Essen.
Ich weiß nicht, wie Satze gerade ist. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass er kürzelt. Komm, dann hauen wir uns mal ein Stück Kürbis rein. Gibt unglaublich wenig Volumen. Und ist wahrscheinlich unglaublich nahrhaft auch, ne? Tomate, Kokosnuss, Sonnenblumenkerne, Brokkoli, Zwiebel und Pumpkin. Der ist dann noch nicht auf Deutsch übersetzt. So, 20% reicht mir. So. Ah, ich freue mich schon. Also, wenn es vibet, schön neue Ideen. Viele neue Ideen. Boah, Alter. Ach. Es muss zu einem Kürbis gemacht werden. Ach, ich habe gar nicht den lustigen Kürbis gemacht. Immer nur den bösen Kürbis. Nö, rappe gerade und warte auf mein Essen. Was? Okay, ich will knacken. Ich will Schlösser knacken. Ein Brötchen. Das ist die Kirche, die war gestern der Versuch zu knacken. So. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich so hin will, ehrlich gesagt. Wir müssen ja eh Richtung Schneebiom. Das ist ein Airdrop. Ich wohne jetzt in meiner Garage so lange. Tim, hä? Jo. Ich würde mir bestimmt jetzt sagen, dass meine Tür offen ist. So. Ah, der erste war schon da, ne? Krass. Natürlich doof, weil jetzt er könnte sich jetzt alles nehmen, ne? Aber ich glaube nicht, dass es tut. Wo fahre ich denn gerade hin überhaupt? Warte mal. Ja, Waffen und Munition sind jetzt nicht das, was ich will, ne? Ich müsste eigentlich weit, weit Richtung Westen fahren. Dort eine Base knacken für die Drinks. Das ist es ja. Es lohnt sich ja nicht mehr vor dem Vibe. Großartig ist was zu machen. Deswegen will ich sie nicht mehr reparieren und mir die Arbeit aufbrummen. Boah, ich hab mehr Bammel, dass es gleich schon wieder dunkel wird, ey. Weil gestern war ja die Zeit ein bisschen verschoben. Das lag aber am Server, hat der Opa geschrieben. Das ist ja schon so eine Airfield nahe wieder, ne? Zap, zap. Wisst ihr, welche ich knacken würde? Oh, lohnt sich das denn hier? Bediene dich. Guck mal, sie haben schon so eine Kiste zum Bedienen hingelegt. Wie viel? Von allem, was ich gegessen habe, habe ich nicht einmal Vitamin D bekommen. Das ist jetzt ja so eine... Ach, was sollen wir Richtung Süden ziehen? Also ich weiß ja, dass hier... Also wohnt du jetzt in der Stadt hier, wo wir kurz vor sind? Wo ich auch die Garage offen gelassen habe, letzte Folge.
Was? White Trash sein? Was heißt das? Kenne ich gar nicht. So, ja, mal in die Straße. Nein. Du hast deine Hose vergessen. Nein, alles gut. Da sind schon alle da. So. Wir können die Sachen in Vibe leider nicht mitnehmen, ne? Da bringt das ja alles nichts. Dafür geht nochmal back to the roots und macht sich gemütlich. Wir haben ja noch ganz schön was im Auto, ne? Davon ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch noch rappelvoll mit Loot. Meint er sich böse? Ist alles gut. Der Opa hat gleich Angst. Boah, leck das. Boah. Warum ist mir Opa jetzt auf Discord? Ah, die sind ja eh. Ist ja ganz verlassene Ecke da. Wir haben ja die kleine Gemeinschaft da gegründet, das war ja ganz schön. Aber irgendwann geht alles mal zu Ende. So, müssen wir jetzt aber langsam das Dorf, ja, da ist es. Wo steht im Discord? Du hast uns meistens unter und mach immer Werbung für deine. Achso, hab da gelesen. Steffi Akatimi, kannst du im Video kurz erwähnen, dass ich wieder einen Steam-Key verschenkt habe? Wo steht im Discord? Weil das geht sonst meist unter und macht ja auch immer Werbung für den Server. Guck. Also Diffi verschenkt Keys auf unseren Discord-Server. Also guck mal drauf. Ist das ein Weibchen? Ich glaube, ich habe nur noch einen Schuss gehabt hier. Das ist ganz praktisch jetzt. Das ist kein Weibchen. So. Wir lassen fliegen. Scheiße, es wird dunkel. Das war gar nicht der Plan. Ich dachte, es bleibt noch ein bisschen länger hell. Irgendwie ist der Server doch komplett durcheinander, oder? Oh, hier wurde gelootet. Doch, Garage war doch zu. Vielleicht der Opa zugemacht. Ich habe geschrieben, dass ich sie nicht zugemacht habe. So. Ich würde noch gerne eine Kiste reinbauen. Wie gesagt, wir wohnen ja erstmal hier. Eine Kiste und ein Bett. Der will ja jetzt noch weiterspielen. Bis zum Vibe. Das ist teuer. Habe ich irgendwas schon? Nee, ne? Was liegt denn hier so drin? Gucken wir mal. Hä? Warum?
Na, was haben wir noch Schönes hier? Seil. Wie geil ist das denn? Na, und gibt nur kleine, das bringt mir nichts. Eine Säge. Eine Packung Kippen. Warum gibt mir noch was zum Anziehen hier, dass ich zerfetzen kann? Naja, gut, wir sind ja in der Ortschaft, also werden wir bestimmt irgendwas finden. So ein bisschen ärgerlich, dass es gerade dunkel wird, muss ich zugeben. Ich dachte, das bleibt ein bisschen länger hell. Wurde ja mal kurz vorher, aber das ist, glaube ich, jetzt die ganz normale Server-Einstellung. Ne? Und das wirkt halt ein bisschen dunkler, deswegen. Eine Igel hier. Hm. Na gut, der wird aber wahrscheinlich auch nur kleine Fetzen geben, oder? Was? Ein! Es gab nur ein! Der liegt mir am Arsch. Wie mein Schlipper. Oh. Ideal. Wow. Ich wüsste schon, wo die Steffi hinziehen will. Das heißt, brauchen wir noch ein paar Stickies. Ich glaube, es gibt nur kleine raus, ne? Eins, zwei, drei. Das ist ja ideal. Ja, noch so viel lernen wie geht. Nicht mal Kinne kennt ihn. Was denn? Manchmal weiß ich nicht, worum es geht. So, die müssen jetzt dann legen. Dann habe ich schon mal ein neues Bett. Das ist doch schon mal super. Sorry, dass es dunkel wird. So, ein neues Bett steht. Ein bisschen in der Wand drin. Dann eine Holzkiste, die ja relativ günstig in der Herstellung ist. Ich würde sie gerne im Regal stellen. Ja, das wäre geil. Boah. Also kurz blau, tatsächlich. Zweimal Metallschrott hatten wir doch hier drin, ne? Irgendwo war Metallschrott. Auch als Seil zählen, oder? Es ist rot. Blöde Kiste. Ich verarsche nur was, hä? Oh, scheiße, ich brauche Bretter. Oh, ich habe keine Axt, aber ich habe eine Säge gehabt hier irgendwo. Mit der könnte man merken, wo ich die drin hatte, nie im Leben. Ja. Das wird aber duster, ey. Gummi. Bing, bong, dong. So fühlt sich das an, wenn sie mit einer Säge da rumkloppt. Ach komm, wir tragen den da hin. Nein, nicht. Nicht prügeln. Ja, wird dann so final gleich dann mal im Dunkeln, Mann. Schlösser knacken gehen, ne? Dann muss ich mich bemühen. Wenn ich das jetzt, muss ich ein anderes Timing haben. Von der Aufnahme her. So. Weil im Dunkeln ist gut munkeln, aber nicht gut zu sehen, ne? Fährt wieder weg.
Ja, immerhin haben wir hier Licht, ne? Immer ein Metallschrittchen und dann haben wir auch schon wieder eine Kiste. Ein Bett und eine Kiste. Wird aber ein bisschen kalt für unsere gute Steffi hier, ne? Wir müssen ja an ihr denken. So, Kiste ist da. Erledigt. Falsch gelenkt. Doppelt falsch gelenkt. Boah. Das Auto heute nicht mitnehmen. Oh, ich packe auf mein Bett. Das ist nicht gut. Das Auto ist so riesig. Was haben wir denn noch Schickes im Auto? Guck das mal an. Noch richtig viel. Natürlich noch hier unsere Aufgabe. Grapefruit Orange. Warum habe ich denn immer eine Orange im Auto? Zählt nicht. Ja. Mit dem einen Drink, der fehlt. Und natürlich noch die drei Thunfischstoßen. Was kam denn hier nochmal hin? Was war denn da nochmal? Was mir auch noch fehlt. Also hier kommt halt eine Drink und hier fehlt was. Ich habe es leider über einen anderen offenen Software, da kann ich nicht auf 1 drücken, dann kommt das. Gut, muss ich gleich mal gucken. Auto wackelt da so ein bisschen drin rum. So, muss ich leider grün werden, ne? Ich dachte, die Taschenlampen taugen nicht die Boden, ne? Dann beleuchtest du den Boden damit. Das war's. Und dann suchen wir uns eine schöne Basis, wo wir mal ein bisschen üben, was das Schlösserknacken betrifft. Du kannst das auch auf dem Rücken aktivieren, tatsächlich hier, wartet mal. Ist ja schon wieder so dunkel. Dann läutest du auf dem Boden, wo du gerade rumläufst, was natürlich voll viel Sinn macht. Wenn du jetzt damit dich bewegen willst, leuchtet es so. Und du müsstest rein technisch so laufen, damit du was siehst. Bist zwar immer sofort schussbereit, aber bringt dir ja nichts, ne? Du wirst ja total gut erkannt, so. Wird wieder deaktiviert sofort, automatisch? Okay. Lauf, Steffi! Wir laufen Richtung Westen. Aber ich denke, ich komme schon zurecht. Ja, der Nervenkitzel spielt schon eine große Rolle, ne? Deswegen loote ich ja auch so gerne. Also die nächste Base, die ich sehe, versuche ich zu knacken. Boah, ist das jetzt Finster, ey. Aber mit Nacht sehen. Echt ein Klacks, ne? Aber wenn du kein Nachtsichtgerät hast, du musst ja erstmal eins haben. Wirst du nachts hier einfach nichts mehr machen können. Du wirst nirgendwo mehr hingehen können. Du wirst einfach nichts mehr machen können. Du kannst da stehen und warten. Vielleicht hast du Glück und du hast ein bisschen was zu tun in der Basis. Aber selbst Bäume fällen draußen. Das geht schon, aber es macht ja keinen Spaß, wenn man es nicht sieht. Ist das schon etwas sehr heftig dunkel? Ach, Esel. Warum? Ich wollte ja Richtung Tresor mal gehen, ne? Wie gesagt, das sind nur noch simple, einfache, rostige, olle Schlösser drinne. Das Ganze ist jetzt knackbar. Holt euch den Key, oder die Keys, besser gesagt, und gönnt euch. Der Bee-Simulator ist ein extrem geiles Spiel. Und kostet auch richtig gut Asche. Und Steam-Guthaben gibt es ja auch noch. Die Sterne sind schwarz. Ist das nicht schön? Ja, eine Fackel, wo die mit jeder sehen kann. Das ist auch Blödsinn einfach, ne? Aber was kostet mir denn eine Fackel? Wo haben wir die Fackel überhaupt? Ich hab die ja noch nie gebaut, ne?
Eine Handfackel? Gibt es denn wirklich eine Fackel, die man so in der Hand hält? Torch. Da. Kostet Stoff und ein langer Stick. Wieso kann ich nicht alles? Achso, ja, ist klar, kannst du ja herstellen. Aber du kannst ja nicht nehmen. Bleibt ja nur hier stehen. Aber es gibt doch keine Fackel, die ich in der Hand halte, oder? Doch, guck mal daneben. Verbesserte Bodenfackel. Ne, ist nur eine verbesserte. Halt die Klappe, Esel. Es findet natürlich keine Basis, weit und breit nicht. Was leuchtet denn da hinten? Das ist ein Safe Zone bestimmt, ne? So weit kann man die sehen. Art Ruhmpunkte reichen erstmal für meine Versuche. Ich will es einfach nur schnallen und richtig machen. Einmal. Einmal ein Schloss knacken. Das Klacken hören, das Knacken, den Erfolg haben. Das ist das Ziel. Guck mal, wie dunkel wir haben. Das macht doch. Das ist doch dämlich. Guck mal, die darauf schreiben. Ah, oh, wir machen ein Loch im Schnee hier, komm. Aber du bist halt wirklich, wirklich dunkel und sicher, ne? Das guck. Keiner sieht, wie die Steffi hier Pipi macht. Oh, die kommst nicht aus dem Nachtsichtmodus raus. Taktisch ist das echt gut, ne? Ich weiß ja, wie gut wir einen anderen Spieler überhaupt erkennen. Schnell das mit der Fackel nicht. Also entweder bin ich so blöd, oder ich sehe hier nirgendwo eine Fackel, die man mitnehmen kann. Das Bodenfackeln. Ja, blöd Mann. Die gibt es auch schon immer. Langer Stick und Lumpen. Müssen wir mal gucken. Aber dafür brauchst du wieder ein Feuerzeug. Ja, ich finde das nicht scheiße. Also, es ist halt immer doof, wenn das eine Aufnahme ist, wenn es dunkel ist, ne? Aber das ist halt wirklich eine Bereicherung. Also, das verändert das Spiel. Komplett. Stimmt, hat er recht. Verdammt. Wir machen jetzt mal eine Fackel, mal gucken, wie die aussieht so im Dunkeln. Zerlegen Socken. Und drei Dinger geben die Socken und bauen mal eine Fackel. Ein Feuerzeug müsste ich ja gehabt haben. Sonst kann man es ja wirklich bauen. Stimmt. Hab ich vergessen. Da, Feuerzeug haben wir sogar. Nehmen die in der Hand. Klicken das Feuerzeug an und sagen mal Feuer anzünden.
Immer wirklich gutes Licht. Ohne Witz. Aber du siehst ja vor deiner Nase nicht. Da können ja 15 Spieler stehen und du willst sie nicht sehen. Ich habe noch nie die Fackel in der Hand. Das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, eine Fackel in der Hand habe. Sieht das aus wie die Nachtsichtchirurgen? Komisch. Boah, ist das dunkel. Wo ist er nur hin? Ist sie ausgegangen? Teste doch mal mit jemandem. Wackel noch gesehen wird. Ah, sie lachen im Graben. Ja, kann ich jetzt ja schlecht, deshalb ja keinen da. Wow, das war ein Wurf, wa? Hohoho. Ich glaube, die liegt immer so. Oh Mann, ich bin zu Fuß ganz schön lahm. Killer City. Ach, und wer nicht weiß, wo der Tresor steht, nur zur Info, der steht natürlich auf der Schießbahn. Ne? Ich mir aber den Beilen, aber ist ja, also du siehst am laufenden Band irgendwo eine Basis stehen und jetzt sehe ich gar nichts. Und guck, irgendwas Quadratisches? Ne, das ist eine Tanne. Sieht echt komisch aus, so grün. Ich würde mich auch noch freuen, wenn so Kälte und Hitze dazukommt. Also Hitze gibt es ja schon, ne? Du kannst ja überhitzen, aber du kannst dich unterkühlen. Ne? Und die hat jetzt hier, legt sich dem Schnee ganz gemütlich und hat einfach mal 37 Grad Körpertemperatur. Alles gut. Bin jetzt hier eigentlich gelandet, ey. Ich laufe so doof. Und ist die Burg. Backup. Was für eine helle Linie vor uns. Eine Leitplanke ist es. In der Nacht sieht einfach alles anders aus, ne? Hier ist ein Tunnel. Boah, stell mal vor, du läufst durch den Tunnel auf der Hälfte. Würdest du sehen, wie einer mit dem Auto da reinkommt? Da bist du da voll in der Fritten. Oh. Nein, wir sind noch nicht verletzt. Verletzt. Krank. Unglaublich. Für so ein kleines Stürzchen. Wie dunkel haben wir jetzt? Ach, geht auch nicht. Natürlich nicht. Runter irgendwie. Also warum ich an meine Alpen gehen musste unbedingt. Da hinten ist ein Dorf. Das sieht man aber echt gut. Ne? Guck mal. Das ist ja Killerdorf. Killerhausen. Da könnte man ein bisschen PvP-Action erleben. Du kannst dich ja trauen, mit Nachtsichtgerät looten zu gehen. Ne? Aber da wird keiner kommen, der keins auf hat. Also... Hier läuft jetzt keiner rum, der kein Nachtsichtgerät hat. Das geht ja auch nicht. Wie soll der laufen? Bin ich denn hier gelandet jetzt? Die Serpentinen. Ich glaube, in Killerhausen war die Kirche geclaimed, ne? Aber das wäre gefährlich, da die ganze Zeit da zu stehen. Das dauert ja ewig. Bis ich mal ein Schloss geknackt habe. Aber ich habe ein gutes Gefühl, heute werde ich einen Erfolg haben. Weil ich will irgendwie keinen die Basis aufmachen mit dem. Das kann doch nicht wahr sein, man erkennt das kaum. Ich sterb bald hier, weil ich 3 Meter immer runterfall. Der Mond, der kommt doch irgendwie heute gar nicht, ne?
Oha. So, wer findet da eine abgeschlossene Bude, ne? Was ist denn da für ein Ort? Nein, eine Ausdauer, nicht kacken. Mein Boden versinken vor Scham. Das sieht aber bestimmt geil aus von der Beleuchtung her. Also, was haben die eigentlich für Laternen, die nur einen Meter im Radius um sich rum Licht machen? Das macht doch gar keinen Sinn. So ein Dorf müsste ein bisschen heller sein, oder? An sich. Also die Leuchtkraft der Lampen. So dass man dann. Ja, man. Die wollen einfach nicht so viel zeigen, ne? Oh. Das wusste ich auch noch nicht. Tiere werden vom Licht angezogen. Guck mal, das ist ja kein Licht. So ein Nachtmodus eher. Damit die Bewohner sich nicht beschweren. Ja gut, schau mal, die hätten voll die LEDs hier und die wäre taghell in der Stadt. Die Leute, die da wohnen, würden sich aber auch nicht drüber freuen, glaube ich. Ich habe eher das Gefühl, wir werden hier nicht fündig mit einer Hütte. Fleischsnack. Rein in die Steffi. Sag mal, Vitamin D? Immer noch. Null. Die Pilze findest du so hier noch nie. Also wo ist denn jetzt Killertown? Das ist ja nicht mehr weit. Ich weiß nicht, warum ich mein Auto wollte ich heute einfach nicht mitnehmen. Keine Ahnung. Manchmal hat man so Tage. Ah. Muss ich jetzt einfach nur westlich rennen? Das aber hat noch in 9 Minuten ist Neustart und dann müsste eigentlich schon fast mal eine Stunde Aufnahme sein. Von Schlösserknacken ist noch nichts zu sehen. Einmal ausschlitzen. Aua. Also mein Lautsprecher ist jetzt vom Schreibtisch gefallen. Ausgeruht, die Gute? Ausgeruht. Der Kopf ist irgendwie unsichtbar, ne? Na, da kommt der Mond. Der macht das auch wieder ein bisschen heller. Aber du hast halt diese düsteren Phasen, ne? Oh, ich habe echt kein Dings mehr, ne? Shit. Ich muss ja nicht mit 80 HP da in der Stadt rein. Hübsch. Na, einfach sag ich noch, ich mache heute keine Nachtfolge. Oh Mann, ey. Wir geben Hackengas. Was geht da schnell, dass du gucken kannst, bis es leer ist? Hm. Und ich werde das nicht aufknacken können. Ich werde nur ein Schloss schaffen wahrscheinlich. Dementsprechend brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Dass ich irgendeine Basis da öffne. Mir geht es einzig um allein darum, endlich mal ein Schloss hinzukriegen. Das muss ich mich westlich halten, sonst gehe ich da über den Bach, das wäre Blödsinn. Ja, ich power sie mal richtig aus.
Komme ich hier nie an. Da leuchtet schon die Stadt. Müssen wir hier auch schon erkennen. Ja. Aber sie hätten anderes, ja, eine Möglichkeit, vielleicht so ein Glowstick hier, diese Knicklichter, die man an seinen Körper hängen kann, damit man die Umgebung beleuchtet oder so. Das wäre vielleicht nur eine Idee. Jetzt habe ich auf einmal wieder 87 HP. Ich verstehe das manchmal nicht, wie die sich da erholt. Ich hatte gerade 70. Ja, wollte eigentlich eine Basis knacken, aber ich habe da, das ist ja unfair. Einfach irgendeine Hütte, irgendwas. Kirche war ein schöner Plan. Boah, aber selbst wenn jetzt ein Spieler mit hier rumläuft, das siehst du doch kaum. Zombie oder was ist das da? Ne, ist ein Baum. Alter, was ist mit euch Kürbissen los? Was ist bloß mit euch Kürbissen los hier in diesem Spiel? 1 Billion Kürbisse. Da muss auf die Server-Performance gehen. Wie nur Kürbisse sind. Der Kürbis-Lag. Hier ist jetzt kein Spieler oder so. Vielleicht ist gerade einer da drin und du willst es knacken, wenn er gerade zu Hause ist. So. 90 Grad, Alter. Wie soll das gehen? Mal ohne Witz, ey. Selbst der Advance ist Müll. Muss halt einmal Lack haben, dass du... Das war fast gut. 90 Grad ist ja einfach nur einmal, dass er sich dreht. Oh. Ne, das war fast 90. Das, die knacken sofort ab. Oh, das ist viel zu heftig. Einige Versuche. Ne. Da wird sogar das Schlossknacken am Tresor schwer, selbst wenn es nur Kupferschlösser sind, ey. Noch 60 Versuche. Okay, seit wie viele Versuche? Nicht mal ein Mikro-Müh. Schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht mal mehr in der Drehung. Weil das sich ja auch immer verändert, ne? Ach komm, bitte einmal den Erfolg. War wieder ganz knapp. 70. Ne, du hast immer einen Versuch. Dann, jetzt bleibt nur noch ein. Ich habe gedacht, ich schaffe einzuknacken. Ohne Witz. Aber jetzt habe ich das Gefühl, das war doch 90 Grad, Alter. Boah, das ist aber kein schönes Schlossknacksystem. Das ist so übertrieben. Vorsichtiger machen mal. Aber da hast du ja nun, die Zeit reicht dir nicht aus. Ich schaffe nicht 1 Zentimeter zu drehen. Da.
Und so instinktmäßig willst du immer wieder dahin, wo das geklappt hat, so ein bisschen. Jetzt war es gerade hier, ist es wieder nicht. Ich habe auch bei scumworld.de gelesen, ne, oder die Tipps. Was willst du da für Tipps kriegen, ne? Ah, vorsichtig, versuche ich dann noch zu drehen, wenn ich merke, das stockt wieder. Scheiße. Nicht ein Schloss, also ohne Skill kannst du das vergessen. Da brauchst du gar nicht anfangen mit Schlösser knacken. Weiß nicht, wie viele du dann sammeln musst, damit du den Skill erhöhst. Fast. Da, das war doch gut. Kein Schloss geknackt. Und du weißt auch gar nicht, wie viele hier drin sind. Viel zu heftig. Aber ist auch gut, dann sind die Sachen wenigstens safe, ne? Aber es gibt Leute, die haben das raus. Die kriegen das richtig hin. Aber ich muss mal ein Video machen, mit einem, wo ich den Skill so hoch hab. Da, noch ein Versuch. Das war's. Ne, noch ein. Da. Oh. Gut. Alle Versuche für den Arsch. Heftig. Und ich sag danke fürs Zusehen. Heidewitzka.